Rote Rosen Traumpaar aus Staffel 14. Was wurde aus den Stars? Helen Freis und Bier Juncker standen im Mittelpunkt der 14. Staffel Rote Rosen. Punkt. Doch was machen die Darsteller der beiden Turteltauben, Patricia Schäfer und Jörg Binch, heute? Patricia Schäfer spielte bei Rosenroten Helen Freis, die durch Zufall den Kaffeeröster Pierre Juncker, gespielt von Jörg Binch, kennenlernte. Zwischen den beiden funkte es sofort. Helen war noch verheiratet, deshalb konnten die beiden ihrer Liebe zuerst nicht nachgehen und es blieb zunächst bei einem Seitensprung. Patricia Schäfer, Rosenroten Star am Theater. Nach ihrem Ausstieg vor 4 Jahren spielte Patricia viel Theater. Sie stand mehrfach für die Konzertdirektion Landgraf auf der Bühne, aber auch im Grenzlandtheater Aachen. Außerdem ist sie auf Lesungen unterwegs, sowohl szenisch als auch für Kinder und arbeitet als Hörbuchsprecherin. Im Fernsehen war Patricia unter anderem in der Lindenstraße, Werbefilmen und der Soko Leipzig zu sehen. Sie ist Mutter von 2 Kindern und wohnt in Berlin. Der Vater der Kinder ist Kollege Taifun Bademsoy, mit dem sie 3 Jahre verheiratet war. Sie sagt dazu, heute ist mein Ex-Mann einer meiner besten Freunde. In einem Interview von 2017 erzählte sie von einem neuen Mann an ihrer Seite. Mehr wollte sie dazu aber nicht sagen. Rosenroten Schauspieler Jörg Binch weiter im TV. Jörg Binch ist Schauspieler und Synchronsprecher. Er arbeitet an verschiedenen Hochschulen als Dozent für Schauspiel. Nach Rote Rosen war er in vielen Fernsehserien zu sehen. Er trat auf bei Die Rosenheim Cops, Alarm für Cobra 11 und In aller Freundschaft. In der Fernsehreihe Almen spielte er in 3 von 4 Folgen mit. Er lebt in Berlin und München. Binch hat 3 mittlerweile erwachsene Söhne. Die Rolle suchte er in deren Kindheit so aus, dass er trotzdem Zeit für seine Kinder hatte. In der Rote-Rosen-Zeit wurde er so zum Wochenendvater.